Er gilt als einer der größten Überlebensexperten weltweit, überquerte den Atlantik auf einem Baumstamm und schlug sich ohne Ausrüstung durch den brasilianischen Urwald. Rüdiger Neberg. Der 78-jährige Abenteurer ist ein Tausendsasser und ebenso ein Getriebener. Stillstand kommt für ihn nicht in Frage. Längst geht es Neberg dabei nicht mehr nur um sich selbst. Anderen zu helfen ist für ihn eine Lebensaufgabe geworden. Zusammen mit seiner 25 Jahre jüngeren Frau Annette kämpft er im Verein Target gegen die weibliche Genitalverstümmelung. Ein Projekt, das ihn täglich fordert und das ihm langsam auch Grenzen aufzeigt. Rüdiger Neberg spürt, wie ihm das Alter zu schaffen macht. Weil ich schon eine Herz-OP hatte, weil ich schnell außer Atem bin. Ich darf auch nicht mehr joggen, sondern Fahrradfahren noch. Darum habe ich mir so ein altes Mountainbike besorgt und kann hier eine kleine Runde mal im Wald drehen. Und daran merke ich einfach, mathematisch berechenbar, dass sich das Leben neigt. Ein sich dem Ende neigendes Leben und das mit zunehmenden Einschränkungen? Eine Vorstellung, die der Survival-Experte nicht akzeptieren möchte. Es ist mir ein Grauen. Ich möchte nicht in einem Altersheim leben. Ich möchte nicht jahrelang in einem Bett liegen müssen. Dann hat das Leben für mich keinen Sinn mehr. Ich möchte einfach diese Situation, wie auch immer sie dann sein wird, im Griff haben noch. Und das um jeden Preis. In letzter Konsequenz heißt das für Neberg auch, sich möglicherweise selbst das Leben zu nehmen. Denn als Pflegefall möchte er nicht enden. Weil ich Menschen kennengelernt habe, die aufgrund von Kriegsverletzungen oder Krankheiten ein fürchterliches Leben führen müssen, dass ich mich oft frage, was macht das Leben für diese Person noch lebenswert? Ne? Warum macht man nicht Schluss, wenn man sich selbst und auch die Angehörigen nur quält? Gedanken, die seine Frau nachdenklich stimmen. Also es bewegt mich insofern, dass ich in unserer Beziehung da einen Schlüssel sehe. Dass er erkennt, welcher Reichtum er für mich ist. Egal, wie er darlegt. Für sein Ableben hat er sich auf wie so vieles im Leben vorbereitet. Mehrere Boxen an unterschiedlichen Aufbewahrungsorten enthalten jeweils zwei Utensilien, mit denen er sich das Leben nehmen würde. Eine Waffe und Gift. Ciancali. Das ist mir sehr zu qualvoll eigentlich. Ciancali ist wie erwürgt werden. Das ist ja nicht schlagartig. Revolver ist meine bevorzugte Weise. Wenn er sich unglücklich fühlt, habe ich kein Recht, ihm meine Sicht von Glück oder von sinnvollem Leben aufzudrücken, das geht nicht. Ich meine, so wie ich jemandem keine Religion aufdrücken kann. Jeder Mensch ist da so eigen und ganz ehrlich, wenn ich mir Rüdiger angucke, den im Bett, das ist schlimmer als Folter. Das ist so für mich unfassbar, dass ich ja eher sage, ich begleite ihn auf dem letzten Weg in den Urwald und lasse ihn dann einfach laufen. Ich würde auf jeden Fall das machen, was sie wünscht und ich hoffe, dass sie das macht, was ich mir wünsche für das Ende. Jeder muss es selbst entscheiden. Und mein Kapitel über Selbstmord ist ja keine Gebrauchsanweisung, dass jeder sich töten soll. Ich habe mich auch noch nicht getötet. Aber wenn es dann soweit ist, mache ich es. Denke ich. Und plötzlich wird mir die Geschichte zeigen, dass ich zu feige bin. Weiß ich ja nicht. Wann ist ein Leben noch lebenswert? Es sind Gedanken zu einem Tabuthema, die Rüdiger Neberg umtreiben. Und gerade deshalb ist es wichtig, offen darüber zu diskutieren.